So, wir machen jetzt weiter mit der Story. Wir haben jetzt Herz und Gedanken fertig gemacht. Also ich habe jetzt ein paar Radios noch geholt und ein paar Leute befreit und so sind wir dann auf 100% gekommen mit Herz und Gedanken. Ein paar von diesen Transistoren auch noch. Ne, nicht Transistoren, Generatoren. Und jetzt machen wir mit der Story weiter. Oh, ich würde mir gerne aufhelfen, gell? Dies ist eine Nachricht an alle amerikanischen Bürger. Kehren Sie sofort nach Hause zurück, oder Sie werden verhaftet. So, jetzt müssen wir wieder in den Keller runter. Brady, strahle die Übertragung aus. Das ja, los. Brady. Ja, wir haben es geschafft. Zeigen wir den Collaborators, wie es ist, wenn man sich mit dem Feind verbündet. Es ist an der Zeit, den Leuten Ashgate zurückzugeben. Gut, Cool, Brady, du hast es geschafft. Die Zivilisten wehren sich gegen die KVA und sorgen für Chaos auf den Straßen. Sieht so aus, als ob eine größere Gruppe der Polizeistation ziemlich zugesetzt hätte. Geh dorthin und sieh nach, ob du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Okay, dann ab zur Polizeistation. Geh zur Polizeistation und hol dir die Pläne. Die KVA hat mit den zivilen Unruhen alle Hände voll zu tun. Das ist deine beste Chance, reinzukommen. Ich gehe dann besser mal zu den Ständen. Okay. Dann tun wir das. 330 Meter. Brady, ich habe das Goliath-Gehirn geknackt. Ich konnte seinen Programmcode entschlüsseln und mein eigenes Betriebssystem schreiben. Wenn wir das in einen Goliath stecken, kann ich ihn gänzlich kontrollieren. Ich kann es kaum erwarten. Hoffentlich läuft die Suche nach dem Goliath gut. Have a end. Also so wie ich das jetzt sehen würde, haut der da die falsche Fahne. Ja, aber gut, weiter geht's. So, rechts ist es jetzt auch rot, aber wir machen erstmal die Polizeistation. Ja, bis jetzt kommen wir einigermaßen unbeschadet durch. Die Polizeistation ist das Herz der KVA-Operation in Ashgate. Von dort aus kann man auf die Arbeiterliste zugreifen, weil sie die Arbeiter genau untersuchen, bevor sie in die Werft dürfen. Okay. Hier waren wir doch schon mal. Oder? Der ist aber cool umgefallen jetzt. Eher umgebeamt oder sowas. Oh, das ist ein Dicker. Du Tritter!
dann auf die harte Tour. So, Gewehr weg. Messer. Noch einer. So, den sprengen wir in die Luft, wenn es geht. Hier hat mir die Karte nicht mehr unten eingeblendet. Also, da ist er doch, oder? Da steht er. Jo, das war er. Oh. Der ist gut geplatzt. Die Medipacks gehen drauf wie... Auf jeden Fall sparen wir jetzt erstmal ein bisschen Kohle für ein Update von unserem Gewehr. Ich glaube, da brauchen wir 2200. Was haben wir denn jetzt? 2500, da haben wir es jetzt schon zusammen. Durchgesprengt. Achtung, ziviler Störung wird tödlicher Gewalt entgegengesetzt. Achtung, ziviler Störung wird tödlicher Gewalt. So, Hacken. Ein Billig-Hack. So, Liste heruntergeladen. Das war jetzt easy peasy. Brady, du hast es geschafft. Ja. Crawford hat die Pläne und erstellt unsere Ausweise. Ich habe mir die Werft angesehen und Crawford hatte recht. Wir werden dort Goliaths finden. Ich bin zum Unterschlupf unterwegs und kläre noch einige Dinge mit Heather ab. Komm vorbei, sobald du alles hast. Ja. Ich hab's geschafft. So, jetzt wie viele rote Punkte haben wir denn jetzt noch auf der Karte? Ja, Jungs, macht ihr jetzt Jogging oder was macht ihr da? Schattenboxen? Tai Chi? Auf jeden Fall seid ihr schon mal kräftig am Üben, Junge, Junge. Ja, schmeiß den Knippel weg. Warte mal, mal gucken, wann er ihn wieder nimmt. Ah, wo? Knüppel, wo? Wo hab ich den Knüppel? Da ist er. Oh, und jetzt hau ihn. Und nochmal. Und nochmal. Nee, schmeiß wieder weg. Scheißknüppel. Mann. Hier genauso. Ja, dreht das. Dreht es. Das ist nur ein Roboter. Hau ihn. Ja, los. Und mit dem Knüppel nochmal drauf. Ja. Guter Knüppel. Der kann sogar durchschlagen durch das Ding. Also wer die Leute da alles so programmiert hat, ich weiß auch nicht. Ob die sich das alle nicht mal angucken, was die da machen, so auf der Straße. Yo, hey, yo. Na gut, weiter geht's.
Ja, hau das Auto. Hau es. Ach nee, da lang. Er ist verrückt in jeder Hinsicht, aber er wird funktionieren. Hätte ich nur dein Selbstvertrauen. Ja, das täte dir gut tun. Jetzt komm, mach Mund auf. Brady, die Ausweise sind fertig. Crawford lässt unsere Waffen in die Werft liefern. Er hat jemanden dort, der sie für uns lagern wird. Ist er zuverlässig? Meinst du Crawford oder den Typen? Beide. Werden wir schon sehen. Naja, es ist alles bereit. Wenn du soweit bist, Brady, lass es mich wissen. Guck mich an, wenn du mit mir redest. Wo guckst du denn eigentlich hin? Naja, egal. Brady, nun reiß dich mal zusammen. Wir sollten uns endlich den Goliath holen. Ja, ich muss ihn holen. Wir müssen den Zug erwischen. Ich sorge dafür, dass meine Software online ist, sobald du das Gehirn verbindest. Ich soll mich zusammenreißen. Ja, Freundchen. Ganz klar. Warum haben wir jetzt einen Ladebildschirm? Weil er jetzt zur Tür rausgegangen ist. Ja, dann denke ich mal, da müssen wir jetzt zur Werft und dann, wenn wir Glück haben, ist da der Showdown. Oh, der Ladebildschirm ist schon zu Ende. Schade. Ein neuer Tag und wieder keine Dollar. Immerhin Essen. Du solltest nicht vergessen, dass seit dem letzten Unfall kein Tag vergangen ist. Hier ist dein Ausweis. Du so, als ob du zu den Arschlöchern gehörst, die das jeden Tag machen müssen. Ich sehe heute einige neue Gesichter. Was ist mit Ash und Lamy Steve passiert? Keine Ahnung, Kumpel. Wir gehen, wohin man uns schickt. Bin froh, überhaupt arbeiten zu dürfen. Davon bekommt ihr hier genug, aber passt auf euch auf. Die Wachen erschießen euch wie nichts. Viele Wachen im Hof? Behalten uns im Auge, aber... Ja, wo sind wir hier gelandet? Hoffentlich hat Crawford bei den Ausweisen alles richtig gemacht. Ich gehe zuerst. Wenn der Alarm ertönt, wartet nicht und lauft einfach. Muss schon zugeben, war ein guter Plan. Geh weiter. Werft wird von außen streng bewacht und die Arbeiter streng überprüft. Sie werden keinen Angriff von innen erwarten. Und sobald die mitbekommen, was wir vorhaben, sollten wir uns mit Hilfe des Goliaths durchkämpfen können. Elba weiß nicht genau, ob das Gehirn funktionieren wird. Aber ich vertraue auf ihr Talent. Sie hat uns noch nie enttäuscht. Na gut, los geht's. Ja, los geht's. Ausweis. Okay. Ash, was haben wir da? Okay, ja, du bist bei Station 2. Das bedeutet schleppen. Ich hoffe, du bist fit. Na los. So, Glatze. Komm schon, Ausweis. Englisch. Okay. Hier steht Station 2. Schleppen. Na los! Warten, dass diese Schicht vorbei ist. Alles okay, Kumpel? Ich hab noch nicht immer wirklich. Schmerzen von den Verdammten. Ich vermisse es, dass uns die Arbeit hier nicht aufgeht. Hinter dem Kontrollplatz wird es noch ein paar mehr. Marinewerft von Philadelphia. Eins davon wäre das der Jackpot. Triff dich mit Crawfords Kontaktperson und schnapp dir deine Ausrüstung. Ich weiß, wie wir den Hof frei bekommen. Ich will, wenn möglich, zivile Opfer vermeiden. Viel Glück. Ja, viel Glück. Und jetzt hack dich weg. Ja, so die Werft ist ja gar... Da liegt die Nimitz! Der Flugzeugträger, die Nimitz! Ja, die Nimitz hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Bist du der Kerl? Brady, richtig?
Hör zu. Jo, richtig. Ich habe deine Ausrüstung herbringen lassen, genau wie es Crawford mir befohlen hat. Ich habe sie im Arbeiterbereich A versteckt, aber es gibt ein Problem. Wie immer. Die haben Teile dieses Gebiets abgeriegelt. Du musst selbst einen Weg finden, an sie heranzukommen. Jo, müssen wir wieder selber einen Weg finden. Ich sag bloß, wir müssen jetzt in den Flugzeugträger rein, ne? Der auch noch abgeriegelt ist von den Norks. Ja. Ja, ich würde sagen, da hacken wir uns einfach durch die Tür. Da schmeißen wir jetzt ein Hackmodul drauf. Haben wir keins. Scheiße. Tja, als zweite Alternative würde ich natürlich durchspringen sagen oder Panzerfaust oder irgendwas. Haben wir überhaupt eine Waffe? Tja, leer. Wir haben keine Waffen. Scheiße. Ja. Ja, die bösen Orks haben den Bereich abgeriegelt. Nein, ich bin zu klein. So, einmal im Karree. Upsa. Also ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich jetzt hier richtig laufe. Aber irgendwie... Tja, bin ich zu dick dafür. Komme ich nicht durch. Geht's denn von da nochmal hoch? Komme ich da hoch? Ja. Aber das bringt mir nichts, oder? Wie? Was? Wovon bin ich jetzt tot? Wovon bin ich jetzt gestorben? Hat mich jemand geschubst? Erschossen sicherlich keiner. Oh. Ey, tot wegen nichts? Ja, vielleicht gehen wir jetzt auf die Nimitz und springen von der Nimitz darüber. Bist du der Kerl? Ja, wir kennen uns schon. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Na also. Meine Werkzeuge waren da drin. So. Von da? Nee, da kommen wir auch nicht drauf. Probieren wir es mal so rum. Ah, Chemikalien. Damit können wir dann vielleicht irgendwann mal... Was brauchen wir denn noch? Batterien brauchen wir noch. Wer hat Batterien?
Und? Batterien? Eine. Ich glaube, zwei brauchen wir, oder? Nee, wir können eins bauen. So, war das jetzt der Krempel, den wir brauchen? Das hört sich nach Alarm an. Brady, keine Sorge, es gab keinen Atomunfall. Ich habe nur den Alarm ausgelöst. Ich habe herausgefunden, wo die Nords unseren Goliath aufbewahren. Ich schicke dir jetzt seine Position. Gib dich dorthin, wir treffen uns dann bei nächster Gelegenheit. Sei vorsichtig, Brady, die Nords durchkämmen das Gebiet. Okay. Also, die Herren Nordkoreaner durchkämmen das Gebiet. Das sind sie. Wir müssen ja eigentlich schleichen, gell? Wir haben ja nichts zum Schießen dabei. Doch, wir haben ja wieder unseren Krempel. Mensch, ich hab fast ganz vergessen. Haben uns ja gerade besorgt. War ein gelber. Blöde Drohne. Ui. Achtung, Strafgedeckt. Das gesamte Personal muss dieses Gebiet sofort verlassen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Achtung. Der Mann in Gelb. Das ist keine Übung. Ich wiederhole. Das sind die nächsten. Und? Kurz warten. Da steht noch so ein kleiner Mini-Panzer. Da sind die nächsten. Aber so helle sind sie ja nicht. So, dann gehen wir mal lieber oben lang. Medipack. Du machst das sehr gut, Brady. Die Nords haben keine Ahnung, was vor sich geht. Was? Das ist keine Übung. Ich wiederhole. Woher will der denn wissen, ob ich das gut mache oder nicht? Achtung. Scheiße, Brady. Die Nords haben uns entdeckt. Los zum Goliath. Wie denn uns? Wie denn uns entdeckt? Schleichen wir mal hier durch. Pech gehabt. Gucken wir in unsere Richtung. Oh oh. Es gibt einen Goliath, der nur darauf wartet, von uns mitgenommen zu werden. So, nichts wie hin. Dürfen wir denn selber fahren? Dieses Gehirn in den Goliath, damit Heather ihn kontrollieren kann. Wir brauchen seine Hilfe, wenn wir hier leben raus wollen. Ja, ich würde ja gerne. Hab dich, du hinterhältiger Hurensohn. Verdammte Scharfschützen.
Hoffen wir mal, dass Heather ihre Wunder schnell wirken kann. Okay, perfekt. Meine Protokolle zeigen an, dass der Goliath hochfährt. Jetzt musst du in der Nähe bleiben, damit ich dem Gehirn von deinem Smartphone aus Befehle schicken kann. Entferne dich nicht zu weit, sonst verliere ich die Verbindung. Oh Scheiße, da kommen sie! Feinde! Los, 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 Feuer! Die sind gefasst! Bewegung und Feuer! Sie kommen! Umgarniert! 25% sind fertig! Los, 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 Feuer! Ja, ist ja gut. Ja, los, 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 Feuer! Feinde! Selber, er lässt sich entdecken. Sie haben mich eingekesselt! Ja. Bewegung und Feuer! Sie kommen! Wie viel hat er jetzt gekriegt? 5, 6, 7? Treibt es ja auch da vorne rum. Brady, pass auf! Feinde! Los, los, Feuer! Bewegung und Feuer! Er kriegt dauernd einen ab da, aber das kann ihn ja nicht umhauen. Ich werde versuchen, die Waffe zu führen. Oh, und es hängt wieder, das kann doch nicht sein, mitten im Kampf. Und das auch noch ein Fetter. Sind die überhaupt so wegzuholen? Kann die das Ding einfach nicht da wegfahren? Er kriegt dauernd die volle Ladung ab. So, keine Munition. Was haben wir denn noch? Der lebt noch, der Panzer. Ich arbeite am Navigationssystem. Schnell noch Medipack. Muss nicht hängen. Los, 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 Feuer! Okay, los geht's. Ach, warum hängt denn das immer? Das kann doch nicht sein. Der hat doch. Ja, hier ist alles voll. Tja, da ging es Medipack nicht mehr schnell genug. Oh, bleib in Goliaths Nähe. Meine Güte, immer dieselbe. So, noch ein Versuch. Das werden aber viele hier. Brady, schalte diese Raketenwerfer aus, bevor sie den Goliath zerstören. Haben wir den?
Dann hat er schon erledigt. Sie dürfen den Goliath nicht zerstören. Da oben ist noch einer. Oh, jetzt wird's aber wild hier. Zack. Papplapapp, dumm die dumm. Papplapapp, dumm die dumm. Okay, los geht's. All den Schritt. So, noch ein Versuch. Ja, wir haben die Munition jetzt schon. So, jetzt sind es aber ein bisschen viele hier. Und da wir nicht so viele Lebenspunkte haben, sprich 2 Millionen wie unser Boss, wird das bestimmt heikel. Uns natürlich noch einen verpasst. Ah, den macht er schon kalt. Hier kriegst du es aber auch aus allen Ecken ab. Zivilisten laufen auch noch zwischendurch herum. Oh, wenigstens hilft uns der Goliath ein Stück. Ja, den hat er gut umgepustet. Ja, nicht hüpfen, fahren. Werde das Tor für uns öffnen, Brady. Steig ja, mach hin. Und halte dich fest. Gleich habe ich das Ding offen. So, wir sollen in den Goliath steigen. Bewegung, los, los! Ach, er immer mit seinem... Beeil dich, reiß dich zusammen. Ja, supi. Wir haben es geschafft. Yeah. Wir haben es geschafft und haben einen Erfolg gekriegt. Ja, Raub des Jahrhunderts. Stiehl einen Goliath aus der Werft. Ja gut, haben wir das auch erledigt. Gut, dann ist wieder mal eine Folge zu Ende. Tja, beim letzten Mal einen Tod. Und wir haben den Goliath. Endlich haben wir diese Schüssel erbeutet. Als Raub des Jahrhunderts. Gut. Gut gemacht. Alle jubeln. Ihr habt jo. Ziemlich aufgemischt, Jungs. Dankeschön, Dankeschön. Komm schon, sehen wir uns den neuen Rekruten nochmal genauer an. Verdammt. Ja gut, da gehen wir jetzt nochmal kurz mit. Bei der Werft war es echt verrückt, Mann, aber es war es wert. Verbeult und wunderschön. Ein bisschen wie ich. Oh Mann, sieh dir das nur an. Hey, genauso wird sich das Blatt wenden. Das gehört hierher. Und was soll ich mit diesem Teil hier? Ist egal, wenn eine Schraube übrig bleibt, passt schon. Es ist nicht so, als würde ich hier einen Seeker reparieren. Wochen. Das könnte Wochen dauern. Ach, komm schon, sei nicht so. Der Schaden, den er auf dem Weg hierher genommen hat, ist ziemlich gravierend. Die Fernverbindung bricht ständig zusammen, das Zielsystem ist am Arsch. Das Geschütz scheint noch online zu sein. Brady, Lust auf einen Testschuss? Das wird so richtig rocken. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Mach schon, Brady. Jetzt sind wir erstmal froh, dass wir das Ding hier haben. Gut, alles klar. Das war die Folge. Ich sag bis zum nächsten Mal. Servus und macht's gut. Euer Henk. Servus.